sind heute im Haus der Kunst in München, einem großen Museum, und schauen uns einen Leuchtkasten an vom Künstler Jakob Steiger, ein Münchner Künstler, der mittlerweile sehr bekannt ist für seine Leuchtkästen. Also ich bin für die Ausstellung im Haus der Kunst angefragt worden von einer guten befreundeten Künstlerin von mir, der Nelly Stein. Die Idee war, dass wir unsere Werke eigentlich sowohl meine Malereien als auch ihre Zeichnungen zusammenfließen lassen und dass ich daraus einen Leuchtkasten kreiere. Und das ist daraus geworden. Also was mich vor allem immer interessiert, ist, in unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten. Und das heißt, ich habe verschiedene Ebenen, einerseits Fotografien, andererseits aber auch Zeichnungen und Malereien. Und durch eine Übereinanderlagerung dieser unterschiedlichen Ebenen wird dann am Ende ein Gesamtwerk kreiert. Auf der Suche nach dem richtigen Weg, mehrere Ebenen zu ergründen, sind wir eine Kooperation eingegangen mit United Screens, einem Startup aus Hamburg, die 3D-Bildschirme produzieren, die man ohne spezielle Brillen eben nutzen und anschauen kann. Heute machen wir eine kleine Reise aus der alten 2D-Welt im Haus der Kunst rüber ins Café Roma, wo wir einen Screen von United Screens haben, auf dem wir dasselbe Werk, aber in 3D sehen werden. Also wir machen das ja schon viele Jahre jetzt. Unsere ersten Anwendungen waren mehr so im Bereich Schulung, Werbung. Da sind wir auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Wie das funktioniert, wir haben verschiedene Technologien. Wir haben einmal unser Multiview, was wir hier sehen, dass also unterschiedliche Personen, egal wo sie im Raum positioniert sind, die 3D-Effekt erleben können. Wir haben dann auch Single-View-Methoden, die wir sehr stark im Bereich Architektur anwenden. Und wir haben zum allerersten Mal im Bereich Kunst, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, mit dem Museum Mannheim gearbeitet, die sehr so kleine etruskische Figuren größer darstellen wollten. Hier haben wir 3D abgelichtet und dann schweben die im Raum. Man kann sich eben die Details anschauen. Und es freut mich sehr, dass wir mit Jakob, den du uns ja vorgestellt hast, einen Künstler haben, der 3D arbeitet und eben für ihn das eine tolle Sache ist. Und ich finde, es wirkt auch anders, wenn man das gleiche Kunstwerk im Glaskasten 2D sieht und jetzt hier auf der Screen in 3D halt ganz andere Dinge in den Vordergrund rücken und es eine ganz andere Tiefe natürlich schafft. Ich bin heute hier, um einen Blick zu werfen auf die Zukunft der Kunst. Denn mit neuen Darstellungsoptionen kommen letztendlich neue Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler. Und eine solche sehr eindrucksvolle Möglichkeit habe ich hier heute im Haus der Kunst und jetzt gerade hier bei der Afterparty im Café Roma besichtigen können. Das ist vollkommen faszinierend und weist den Weg in das, was jetzt noch kommen wird, in dieser neuen Dekade für ein ganz neues Verständnis von Kunst. Mein Tipp: Schauen Sie sich das mal näher an, unbedingt persönlich, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben.